und der vorerst letzte Redner bei dieser Untergruppe ist Franz Leonhard Essel von der ÖVP. Meine geschätzten Damen und Herren, ich darf doch ganz kurz auf die Worte des Herrn Knees auch eingehen, weil er denkt hat, dass in Österreich die Waldwirtschaft nicht in Ordnung ist und so viel importiert wird. Ja, es wird importiert, aber es wird wesentlich mehr exportiert und die Forstwirtschaft und die Waldwirtschaft ist bei uns durchaus in Ordnung. Und die beste Maßnahme für eine gute Waldwirtschaft sind gute Preise und darum muss man die Märkte bearbeiten. Und da sind wir ganz gut und unsere Forstwirtschaft und Holzwirtschaft ist bestens unterwegs. Zweite Möglichkeit, es ist gesagt worden, das Holz sollte nicht in den Wäldern verrotten. Es gibt da eine gute Möglichkeit, nämlich die Ökostromnovelle. Da kann man einen Schwerpunkt auf die Biomasse setzen. Ich weiß, dass der Herr Bundeskanzler da skeptisch ist und bei der Budgetrede da nicht so sehr zuträglich war zu diesem Thema. Aber da gibt es einen ganz interessanten Vortrag der Frau Magister Dr. Steinberger Kern beim Steirischen Waldbauerntag. Und ich empfehle, dass man sich diesen Vortrag betreffend Ökostrom und Verwendung von Biomasse einmal anhört. Zum heutigen Budget, diese 2,14 Milliarden Euro, die kommen nicht alle aus Bundesgeld. Und das möchte ich einmal darauf hinweisen. Es kommen 1,28 Milliarden von der EU, es kommen 182 Millionen von den Ländern und nur 675 Millionen vom Bund, inklusive Wildbachverbauung, inklusive Aus- und Weiterbildung und so weiter. Das sind also 0,85% unseres Budgets, das wir hier einsetzen. Und damit gelingt es, die vollständige Abberufung der Mittel aus der Europäischen Union, die Kofinanzierung. Und man tut damit ungemein viel für nicht nur für den bäuerlichen Bereich, sondern für die gesamte Bevölkerung in Österreich. Und es ist so, dass natürlich sich in den Debatten immer wieder jeder zur Landwirtschaft bekennt. Nur wenn es darum geht, auch Mittel zu beschließen, sind halt einige dann wieder nicht dabei. Ich glaube, dass man mit diesem Budget durchaus ein vernünftiges Budget hat, mit dem es gelingt, auch entsprechend Umweltprogramm, Bergbauernzahlungen zu machen. Hätte natürlich auch noch Wünsche für die viehhaltenden Betriebe, für die Bergbauern, für Grünlandbetriebe. Vermerke aber trotzdem, dass es positiv ist, dass im Bereich der Bergbauernzahlungen eine leichte Steigerung vorgesehen ist im Budget. Der Minister Ruprecht setzt auch Initiativen bei Vermarktung und Produktinnovation. Das ist auch wichtig. Und letztendlich darf ich auch noch auf dieses Thema SVP-Maßnahme eingehen. Ich glaube, in schwierigen Zeiten muss man einfach unbürokratisch helfen. Und was den SVP-Beitrag betrifft, den Rabatt, hoffe ich doch auf eine Einigung, vor allem deshalb, weil kein Geld aus dem Budget benötigt wird und aus den Reserven der SVP. Ich halte es allerdings nicht für klug, wenn man die SVP damit mit mehrmals 30 Millionen Euro bestrafen will. Das, glaube ich, sollte man durchaus wegbringen.